letzter Schuss oder was? Ja, so sieht's aus. Die würde ich gerne mitnehmen. Naja. Bist du lebendig oder tot? Ah, Moment. Hier ist doch eine... Ah, okay. Das dachte ich mir. Upsala. Was passiert hier? Ach so, nur du. Das ist soweit kein Problem. Mach du mal da hinten dein Ding. Wobei, ich komm mit dir. Direkt hinter dir, mein Freund. Du musst deine Augen besser aufhalten, aber naja. Dafür ist es jetzt auch zu spät. Naja, aber wer weiß, ob diese Unholde wiederkommen. In einer anderen Gestalt. In einer anderen Form. Okay. Hier ist die Kacke mal definitiv am Dampfen. Probier's hier mal gerade ein bisschen mit der Vampirkraft. Wir haben ja da hinten noch einen stehen. Der uns wieder ein bisschen Blut geben könnte, wenn es brenzlig wird. Weil momentan geht es wirklich einfach nur darum, dass wir momentan... Momentan geht es darum, dass wir momentan, genau, Munition sparen. Das heißt, deine Waffe werde ich direkt mal an mich nehmen. Und die der anderen auch. Wobei, bevor wir hier den Krieg beginnen, werde ich nochmal schnell einen Abstecher in eure Vorratskammer machen, ne? Das sollten wir hinkriegen, das Schloss. Das sieht nicht so aus, als wäre es ein Problem. Und nein. So, möge die Tür aufgehen und du bist meiner. Es tut mir sehr leid, aber du musst jetzt gerade... für einen guten Zweck dienen. Oder zumindest für einen besseren. So, so. Lieber nochmal ein paar Munition nachschieben, ein bisschen darauf achten, das wäre gar nicht so schlecht. So, und wer lebt jetzt noch? Okay. Der hat gesessen. So, und erstmal wieder verstecken und in Ruhe aufladen. Wir haben alle Zeit der Welt, überhaupt keinen Grund zur Sorge. Und da hinten ist der Rest. Bist du ein Mensch? Wirklich? Ah, schlaf schön. Dich brauche ich noch, mein Freund. Dich brauche ich noch. Du Wurm. Er hatte nie wirklich eine Chance, aber... muss er ja wissen, mit wem er sich einlässt. Er hätte auch rennen können. Eventuell hätte ich ihn dann verschont. Okay, die brauche ich nicht. Die lasse ich leben. Eventuell ereilt sie ein anderes Schicksal. Ein besseres. Ist das der einzige Weg nach unten? Nun denn, dann werden wir wohl springen müssen. Ich denke, wir sind ganz nah am Ende dieser Sache hier. Ich kann es schon riechen.
Die Angst ist Sabbat. Sie werden verlieren. Und da hilft auch dieser Werwolf nicht oder was auch immer das sein soll. Werwölfe habe ich mir eigentlich immer größer vorgestellt, aber naja. Macht ihr das mal unter euch aus. Upsala. Ah, das ist natürlich immer eine ganz fiese Sache gerade. Ah, verdammt, ich muss hier raus. Naja, das war so gut wie klar eigentlich, sobald man da eingesperrt ist. Das kennt man eventuell auch schon von Spielen, wie zum Beispiel generell so Kampfspielen oder so. Wenn man einmal in die Ecke gedrängt ist, dann hat man so gut wie verloren. Aber ich denke mal, das sollte auf jeden Fall machbar sein hier. Von daher, back to play. Oh, das hat sogar geklappt. Ja. Besser geht's doch eigentlich gar nicht. Hier bin ich. Zu spät gesehen, mein Freund. So, der letzte war euer Zug. Dies ist meiner. Guck, guck. Hier bin ich. So, letzter Schuss und das war dein Ende. Aber die Munition, die nehme ich sehr gerne mit. Hatte der andere auch noch was? Ich glaube nicht. So, mal kurz off-topic, mehr oder weniger. Das hier wäre nebenbei der Raum gewesen, bei dem Heather gestorben wäre. Oder in dem, eher gesagt. Aber das Schicksal hat sie in diesem Let's Play nicht bekommen. Nein, sie darf leben. Und ich denke mal, dich brauche ich zumindest ein bisschen. Aber ich werde dir dein Leben schenken, auf dass du hier rauskommst. Wie deine ganzen Freunde, warum auch immer hier drin seid, ich will's gar nicht wissen. Und hier würde ich ganz gerne nochmal speichern. Irgendwas ist sonderbar in diesem Raum. Es riecht nach Schwefel, nach Rauch. Nach etwas Bösem. Und ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, hier reinzugehen, aber was bleibt mir anderes übrig? Die Türen scheinen alle verrammelt und verriegelt zu sein. Das sieht mir generell nach einer Falle aus. Bitte was? Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier durch. Oh, verdammt. Die Tür ist zugesperrt. Na gut. Na gut, dann komme ich zu dir hoch. Überhaupt kein Problem. Ah, du feiger Hund. Okay, wie machen wir es am schlausten? Okay, er hat momentan kein Schild. Das wird sein. Ah, verdammt, jetzt hat er es wieder. Okay. Er kann sein Schild aber nicht immer aufrecht halten. Das wird unsere Chance sein, wenn das Ding abnimmt. Frage ist nur, wann. Ah, verdammt. Komm runter, du feiger Hund. Zeig dich. Ja. Der hat's wohl nicht so mit dem Verkämpfen. Das ist echt ein Problem. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Aber das Schild ist weg. Ah, gut, aber treffen ist leider auch nicht. Okay, dann machen wir es einfach mal so. Guck, guck. So. Gut, die Knarre ist leer, aber naja.
Immerhin hat das Ganze zum Erfolg geführt, wenn auch ein bisschen, naja, eher problematisch, aber egal. Jetzt ist halt die Frage, wie es hier weitergeht. Naja, wahrscheinlich durch die Tür, die gerade verriegelt war, oder? Das wird am sinnigsten sein, da nochmal nachzugucken. Okay. Und das war gar nicht mal so falsch gedacht, da steht schon der erste parat. Bitte was? Na, kriegen wir es hin? Kriegen wir natürlich nicht. Gut, dann erledigen wir ihn so. Erstmal ein bisschen Munition sparen. Na ja, komm. Weg damit. Naja, da war er schon tot. Okay. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann war hier sowieso noch jemand. Na, wobei, den lasse ich lieber mal übrig. Ich nehme stark an, den könnten wir eventuell nochmal gebrauchen. Und ich frage mich langsam, wie weit es hier noch reingeht.